Hey ho! Hallo und herzlich willkommen zu Pizzaspaß. Nein, das wird das zweite Video. Zu Bastelspaß mit dem Mini-Kamado. Ja, wir wollen Pizza auf dem Mini-Kamado machen. Beziehungsweise mein Schatz wollte das unbedingt. Und ich habe gesagt, ja, das kriegen wir auf alle Fälle hin. Aber ohne Fleiß kein Preis. Und ja, da gibt es halt jetzt erst einmal ein bisschen was zu basteln. Und wenn wir das soweit dann fertig haben, gibt es dann das zweite Video mit dem Pizzaspaß. Aber jetzt schauen wir erstmal zum Mini-Kamado rüber, was ich überhaupt vorhabe. Tja, Freunde, ich habe ja die Deflektorplatte unten drin. Oben soll dann ein Pizzastein drauf. Aber jetzt ist ja der Abstand nicht der größte. Würde ich jetzt oben nur einen Pizzastein drauflegen, wird man die Pizza wahrscheinlich unten total verbrennen. Also machen wir eine doppelte Entkoppelung und ich werde auf den Deflektor noch zusätzlichen Pizzastein drauflegen. Den werde ich genau in der Größe von dem Deflektor machen. Und oben den Pizzastein werde ich wahrscheinlich viereckig machen. Ja, aus dem einfachen Grund, dass er fest drin steht, mit der Ecken ansteht, nicht rumrutschen kann und dann eventuell oder auf alle Fälle, wenn er größer werden sollte, Ausbuchtungen, dass natürlich die Hitze entlang nach oben durchströmen kann. Was habe ich als Pizzastein? Habe ich so einen, den habe ich mal beim Aldi, Lidl, Penny irgendwo mitgenommen. Oder was vom Penny? Ich kann es dann nicht mehr sagen, Schatz. Ich habe mir damals sogar zwei Stück gekauft gehabt, habe zwar nicht gewusst warum, aber ja, jetzt weiß ich's. Gut, fangen wir an, legen wir los. Grob gemessen würde ich jetzt mal sagen, die viereckige Platte 2020. Ja. 20 auf 18,5. Dann gucken wir mal, wie es in Ausbuchtung und vielleicht reicht man dann wirklich ein Pizzastein aus, weil ich muss ja einen zweiten auch noch rausflexen. Ja, schon mal gar nichts mehr. Nicht mit meinem Kugelschreiber, der ist zu rau, der geht nicht. Der geht schon. Der geht nicht. Der geht schon. Der geht nicht. Der geht. Der geht nicht, der schreibt höchstens. Geht er? Ja, natürlich geht er. Er schreibt. So. Dann müssen wir hier um 20. Dass die Pizzas natürlich etwas kleiner werden, wie gewohnt, ist natürlich selbstverständlich. Aufgrund der Größe vom Grill. So, Freunde. Dann werde ich mir meine Flex holen. Mache ich natürlich etwas weiter hinten. Haben wir heute extra noch eine Steinscheibe geholt und dann ja, schaue ich, dass ich das dementsprechend ausflex. Ihr dürft aus der Entfernung vielleicht noch zugucken und nachher probieren wir dann die zwei Steine aus, ob sie drauf passen. Und auf einmal ist wieder alles anders. Ich habe mich jetzt doch entschieden, auf 2020 zu gehen. Ich kann ja dann die Ecken abrunden, dass der Stein sauber reinpasst. Hier habe ich jetzt ein bisschen einen größeren Durchmesser genommen, den Kübel, ganz einfach so. Gut, gehen wir darüber. Da flackt schon die Flex. Scheibe nehme ich mit und dann können wir das Zeug ausflexen. Thank you.
Also die werden wir mit Sicherheit noch nachbearbeiten. Also nur die Ecken ein bisschen abflexen und dann soll sie reingehen. Wie bei Metall auch die Kanten schön entgratet und ich guck mal schnell. Der Stein passt soweit wunderbar rein. Ich werde aber hier jetzt noch leichte Einbuchtungen machen. Die werde ich mal gleich noch sauber mit dem Kübel anzeichnen und ausmessen. Und dann flexe ich das auch noch aus. Und jetzt spiele ich mich erstmal mit dem Runden ab und gucke, ob der auch passt. Und wenn dann alles komplett fertig geflext ist, hole ich euch wieder dazu. Tja, Freunde, wie gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Schatz lacht mich gerade aus, ich weiß gar nicht warum. Naja, egal, die Steine sind zurechtgeflext. Schauen wir mal rinne in das Ding. So, Freunde, da haben wir jetzt den oberen Stein. Schön die Rundungen drin, dass die Luft noch durchzirkulieren kann. Und hier sieht man jetzt auch gut, ja gut, ich müsste jetzt die Kamera senken, dass der auf der Seite wesentlich höher ist als hier. Das werde ich jetzt dann gleich noch gucken, ob ich das korrigieren kann. Sprich, den inneren Korb raus gucken, wo der etwas schief ist und da vielleicht auch noch ein klein bisschen abflexen, dass das ganze Ding einfach gerade steht. Ja, wie gesagt, der obere Stein, der untere Stein. Okay, dann tun wir das raus. Dann hole ich jetzt die Kohlen raus, die restlichen, und schauen wir das Ganze an. Und wenn ich das jetzt noch hingebracht habe, zeige ich euch das schnell nochmal. So, Freunde, ich habe jetzt gerade wirklich hin und her überlegt, ob ich was rausflexen soll, dass der dann so steht. Also hätte ich hier, das sind so drei Angüsse unten dran, hätte ich zwei Stück ein bisschen abschrägen müssen, dass der gerade steht. Weil wenn man den jetzt hier so dreht, ja, hier ungefähr in dieser Position, wird es dann wieder passen, so halbwegs. Aber nein, wir müssen ja hier übereinstimmen. Ich könnte jetzt auch so einen Schamottkleber nehmen. Für den Ofen, für die Steine, aber da habe ich momentan keinen. Drum nehme ich jetzt einfach so ein Blechel. Meine Bastelvideo-Zuschauer werden jetzt bestimmt wissen, wo das herkommt. Dann schauen wir mal, wenn ich das einfach hier drunter lege. Würde ich mal sagen, das sieht doch ganz gut aus. Gefällt mir. Muss man vielleicht ab und zu mal wieder einrichten oder neu ausrichten. Jetzt legen wir mal das alles kurz hier rein. Steine werden natürlich nachher noch feucht abgewischt und eingebrannt. Und was sehen wir? Der Pizzastein steht überall, ja, 1-2 mm über der Dichtung drüber. Sprich, das Ganze ist relativ gerade und fertig. Ja, das war's dann mit Bastelspaß mit dem Mini Kamado. Ja, das nächste Video wird dann definitiv sein Pizzaspaß mit dem Mini Kamado. Und wer sich jetzt vielleicht wundert, dass da hinten gerade nur der grüne Polo steht von mir. Ja, meiner steht drin, aber nicht weil er kaputt ist, sondern weil ich da wieder am Basteln bin. Tja, bin halt ein alter Bastler. Gut, wie gesagt, Leute, nächstes Video dann Pizzaspaß mit dem Mini Kamado. Ciao!